Wir machen das Game Dodgeball, spielen wir zusammen. Ich habe hier mein halbes Team, gleiches Outfit. Hier ein halbes Team vor Ort. Auch wenn wir nicht gewinnen sollten. Wir haben wenigstens Spaß und wir sind das schönste Team. Wir werden nicht letzter, ganz einfach. Wir werden gewinnen. Wir werden nicht letzter. Gut, wir werden gewinnen. Trotzdem sind wir das schönste Team, sage ich. Was geht, Friends? Ich fahre jetzt nach Düsseldorf zum Dodgeball-Event. Aua, ich bin gegen den Tisch gekommen. Taxi ist in einer Minute da. Ich habe es gerade gestreamt. Ich habe die Nacht durchgemacht. Also werde ich am Arsch aussehen. Aber ich freue mich sehr aufs Dodgeball-Event. Ich bin Teamkapitänin. Woohoo. Hoffen wir nicht auf den vierten Platz. You've got a great car. Ich kann nicht ranzoomen. Was ist das? Ich kann das nicht. Was ist das? Die singen. Hey, by the way, das ist mein Team. Wir haben alle, die Lara, ich hier. Wir haben Freddy! Team! Alter, wir leuchten voll mit den Trikots. Junge, warum sehen wir denn alle so weird aus? Kannst du mir Bauchtanz beibringen? Na klar. So überrascht. Ehrlich? Machen wir so einen Dreier-Bauchtanz? Machen wir so einen Dreier. Hier werden schön Fotos gemacht. Die Lara? Achso. Leben. Ja. Ich würde schon mal sagen, ich finde, wir haben das hübscheste Team, meiner Meinung nach. Das sieht so hot aus. Ich kann das nicht. Sieht gut aus. Mein Rivale. Oh oh. Was war das denn? Ja. Oh oh. Es ist so. Nochmal hier Wieland-Film. Jeder wird hier einmal reingenommen. Auch die Papa-Platte, auch mein Rivale. Was? Ich bin hier mit Kuba. Ja. Mit Kuba gerade am Analysieren. Also eigentlich ist Kuba schon die ganze Zeit am Analysieren und ich gucke jetzt so zu. Wir analysieren die Gegner und ich glaube, uns wird man unterschätzen. Wir haben so eine krasse Frauenpower hier. Jo. Das war's. Mach bitte weg, schnell, schnell, mach weg. Guck mal hier, ja, zeig das. Krieg ich mal ein Velo-Coaching? Also ich biete mal so Coaching an und sowas, wo ich sehe ambitionierte, motivierte Spieler, aber ich glaube bei dir, das ist nicht mal, also das ist eine Nummer zu hart. Nein, Spaß, kriegen wir hin. Bitte verletz dich dieses Jahr nicht. Ja. Junge, weißt du, was mein Dad mir letztens gesagt hat? Wusstest du, dass Rubo auch auf Madeira wohnt? Warum zum Fick schaut er auch deine Sachen? Er sollte mich sofort. Mein Dad schaut von jedem, mit dem ich was zu tun habe und guckt, ob das Wichser sind. Nein, der hat gesagt, es ist noch cool. Wenn ihr keinen Bock habt. Noch. Aber jetzt bist du im Gegner-Team. Team. Ja. Warum? Du hast mich gewählt. Aber! Was geht? Hallo. Ich kann nicht umarmen. Stell dir vor, so eine Umarmung. Ey, diese Cam ist so nervig, ey. Ey, du musst sie richtig eng machen, weil dann ist besser. Ja, bei mir ist sie abgeflogen. Echt? Nach dem ersten Wurf. Ich musste die zur Seite schmeißen. Sieht ein bisschen aus wie ein BH. What do you mean? Also, das Witzige ist, bei dir sieht es genauso aus wie bei mir. Das ist krass. Nein, das ist crazy. Das ist crazy. Wir haben erste Runde direkt gewonnen. Teamen wir. Wir teamen, Freunde, okay? Weil Rot keiner und Rosa es. Passt. Das ist so. Genau das ist es. Weil Rosa ist ja nur eine leichtere Form von Rot. Und deswegen gewinnen wir das. Das erste Game haben wir gegen Amar. Das ist natürlich ein bisschen Bonus gegen den Titelverteidiger vom letzten Jahr. Und da sind halt richtig krasse Spieler dabei. Allein Amar ist übertrieben gut. Wir haben Sydney, wir haben Roat, ist, glaube ich, auch sehr gut im Werfen. Vor allem Abu ist im Team. Also wir haben schon sehr, sehr, sehr leistungsstarkes Team. Jason, der Athlet, ist crazy. Ich habe den gestern gesehen. Was? Ja, du hast Jason gesagt. Das ist so ein Soundboard. Ich sag Jason. Derulo. Oh mein Gott, ich gehe hier rein und ich sehe, dass jeder in der Physio ist. Warte, was? Machen wir nochmal. Wirklich, wirklich jeder ist hier. Anna ist hier, mein halbes Team ist hier. Ich war hier, die Lara war hier, Kuba kommt auch noch. Chef ist wie letztes Jahr auch wieder hier. Hallo. Wir haben Romatra hier. Romatra auch. Wir sind einfach solche Krüppel. Wir sind alle so verletzt. Wir sind einfach alle in der Physio. Ist das was? Nee, ist nur Dinko. Oh, ich bin der Pussy. Was geht ab? Rot, sorry. Wie lange bist du in Deutschland? Seit 2 Tagen. Zwei Tagen? Und danach bist du wieder weg? Ja. Das ist krass. Ja. Aber. Kein Mensch auf diesem Planeten, die so viel am Reisen ist wie Isa. Ey, du hast so viel abgenommen, das ist crazy. Wirklich. Ja. Sieht gut aus, sieht sehr gut aus. Wenn wir Hadi Puh sagen, klingt es am Ende wie Buh. Yeah, yeah. Ja, oh mein Gott, schlau! Isa! Oh ja, Isa ist besser! Hab ich gesagt? Isa! Voll halt geiler! Hey, das finde ich. So fühlt sich das an, wenn man also angefeuert wird. Oh geil! Oh.
Jeez, wird verkabelt. Okay, wir müssen gerade gucken, wenn wir jetzt Auswechselspieler nehmen. Ich bin hier so ein bisschen am Überlegen, weil ihr ist ein bisschen verletzt. Eigentlich ist ein bisschen verletzt. Aber wir werden trotzdem alles unser Bestes geben. Ja, wir haben hier auch Celtics just in case. Schon mal als Ersatzspieler für alle Fälle. Ich bin ready. Ja, für uns. Für uns, falls er sich nicht mehr. Das ist unsere Taktik, das ist die Taktik. Und ich bin der Bodycam, ey Mann, guck mal, wie das aussieht. Das ist, runter mit dir. Slay! Okay, damn, girl. Soll ein bisschen lustig unterwegs sein? Ich glaube, das Spielprinzip ist grob verstanden. Team Honeypoo jetzt im Angriffszwang. Boah. Die Lara macht das überragend und ist jetzt von Abo getroffen. Haut Nick erstmal raus. Trimax catcht. Und nur noch Phoebe. Wenn man den Ball mit dem Ball abwehrt, ist alles sauber. Da muss man nicht raus. Phoebe macht das stark und treibt Crispy Rob. Was ist denn hier los im Castello in Düsseldorf? Letzten 45 Sekunden. Phoebe regelt das vorher. Jetzt geht's gleich also rein. Team Honeypoo gegen Team Remi. Du musst dir die Bälle von hinten, von den anderen nehmen, von den Receivern. Es gibt so viel zu tun. Ja, das machen die echt gut bis jetzt. Und ich bin beeindruckt von Isa, die immer wieder auch den Konflikt mit dem Schiri Patrick sucht. Ja. Kuba ist getroffen, nur noch Edis am Start. Edis gegen den Rest der Welt. Am Ende geht's darum, wenn diese 45 Sekunden mehr als ist er raus. Das war's, das jetzt war's. Jetzt ist er raus und Team Revi gewinnt. Stark gespielt. Folgende Situation, wir sind jetzt Dritter geworden, wir haben gegen Revi gespielt. Ich sag, die Schiris sind gekauft. Was da passiert wurde, was für Aktionen gemacht wurden, ich sag wirklich... Schiri sagt mir immer was anderes und ich hatte immer die Bodycam mit Mike, also das ist krass, immer was anderes gesagt. Die Lara war auch dabei, sie hat das auch gehört. Boah, hat mich das aufgeregt, die ganze Chat hat sich auch aufgeregt. Krass, aber ich bin trotzdem froh, dass wir in der großen Team ist übertrieben gut gewesen von mir, wirklich. So, Hugo macht ja gerade ganz viele Bilder und hier sind die anderen, mit denen mache ich jetzt auch Bilder. Ich habe extra meine Vlogcam geholt. So, erstmal, wie geil ist das denn? Die waren die da einfach schon da oder habt ihr die mitgenommen? Können wir das tauschen gegen das Trikot vielleicht? Das ist voll geschwitzt. Egal. Aber das muckt voll. Waschen wir. Oh, Alter, wie krass ist das? Ich habe gerade ein Bild bekommen. Wie lange hast du dafür gebraucht? 3 Tage, 4 Tage. Dann krieg ich nicht mal ein Strichmännchen gut hin, aber okay. Alter, wie schön sieht das aus? Ich geh runter in die Lobby vom Hotel. Ist einfach am Maßenbild so rumhängen, wie geil. Okay, es geht weiter. Es geht jetzt auf die Aftershow-Party. Aktueller Status hier. Das ist die Aftershow. Marsha sieht so bezaubert aus wie immer. Warte. Achtung, Blitz. Alter, können wir mal über diese Haut reden? Und du siehst so fucking aus wie so ein Anime-Mädchen. Das sieht so geil aus, Rita. Ja, das ist ein Mädchen zu sein. Du hast einen guten Fang gemacht. Geht. Das ist Spaß. Ja, hab ich. Aua. Er hat gesagt, geht. Ja, er sagt halt schon den ganzen Tag, wie ich aussehe. Also du nicht. Aber. Alter. So, wir haben Alexis hier, wir haben Merle hier, wir haben ihn hier am Start, gegen Merle gefahren und jetzt, ich sag ehrlich, die Aftershow-Party ist irgendwie wave. Ich will nicht gut reden gerade, ich will so, ey, das ist schon... Ey, der ist so besoffen, Ey, Noah! Junge, deine Pupillen sind ja anders groß. Ey, Milan, was geht bei dir? Auch viel Alkohol. Der Raum musste jeder Aftershow machen. Der Alkohol immer so eskaliert. Oh. Zum grünen Abschluss gehen wir gerade noch alle essen. Jetzt erklärt Alex gerade so eine Fitness-App und das sieht so witzig aus. Wir haben Edis hier, wir haben Rohrt hier, wir haben die zwei süßen Damen hier. Und ich esse gleich erstmal richtig geil so Grillspieß. Okay, der Vlog wird jetzt beendet, indem Alexis und ich nach Berlin fahren. Ich bin da für 1-2 Tage, wir verbringen Zeit miteinander. Und wir holen uns jetzt hier geile Pancakes. Schaut mal, wie geil die sind. Ich gehe da einmal rein in die Slot. Der sieht so lecker aus. Oh. Danke fürs Zuschauen, kommentieren, abonnieren und so weiter. War mir fest, bei dem Red Bull-Team mitzumachen und Dritter zu werden. Bronze. Der sieht so pervers auch aus. Also geil. Gut. Nicht pervers in dem Sinne pervers, sondern pervers schön.